So Leute, willkommen zurück zum mittlerweile 14. Teil von Evoland 2. Wenn ihr mal auf die gesamte Spielzeit der Parts guckt, sind wir mittlerweile auch fast bei der gesamten Zeit vom ersten Teil. Also wir sehen schon, der zweite Teil ist wesentlich länger. Wir sind jetzt hier auch noch ziemlich am Anfang, würde ich sagen. Ja, wie dem auch sei, wir sind hier wieder zurück in dem Tempel, in dem wir letztes Mal waren, haben das Rätsel ja hier gelöst. Ich musste es übrigens nach dem Neuladen nochmal alles machen hier, dieses kleine Rätsel. Aber gut, habe ich schnell gemacht, offscreen. Jetzt gehen wir mal weiter. Okay, irgendwas muss ich hier machen. Dann haben wir wieder zwei Skelettkollegen, die wir hier mit dem Skillblatt kriegen. Kabams. Moment mal, das habe ich doch schon gemacht, oder? Komm. Zack, erledigt. Ich blicke jetzt gerade nicht ganz durch. Achso, ich kann mit einem Hebel das ganze Wasser ablassen, oder? Auch drüben in dem Bereich. Ja, genau. Ich habe ja gesehen, oben ist gerade auch das Wasser verschwunden im oberen Becken. Und das heißt, hier rechts müsste jetzt auch das Wasser weg sein. Das ist nur die Frage. Ich muss es, wie ich mal vermute, hier in die Ecke schieben. Dann kann ich da nämlich drüber laufen. So, und jetzt das Spiel nochmal von vorne. Kann ich schon von hier aus lösen. Das wäre nämlich echt bequem. Natürlich nicht. Gut. Na komm, schneller. Hoffentlich kann man das auch bald noch upgraden, dass es schneller auflädt. Schneller aufladen und eine stärkere Waffe. Das wären jetzt so meine größten Wünsche. Ansonsten passt alles. Da drüben ist nichts Besonderes mehr, ne? Ne, komme ich eh nicht hin. Gut, nächster Speicherpunkt, alles klar. Na komm. So. Was ist denn hier los? Irgendwie gefällt mir das nämlich nicht hier. Okay, da oben ist auf jeden Fall was. Bisschen Geld. Hm, hier ist nichts mehr. Das sieht richtig stark nach einem Kampfraum aus. Okay. Kann mir überlegen, welche Fähigkeit wir dafür am besten nehmen. Oh. Ich weiß nicht, ob ihr meinen Secrets of Grindia Let's Play geguckt habt. Auf jeden Fall erinnert mich das stark an den ersten Boss. Wenn ihr es nicht geguckt habt, guckt es auf jeden Fall nochmal. Es kommen auch übrigens noch zwei Teile, die ich noch mit dem alten Mikrofon aufgenommen habe. Die habe ich bis jetzt extra noch zurückgehalten. Weil ich war mir nicht sicher, ob ich sie nochmal machen soll mit dem neuen Mikrofon in besserer Qualität, aber ich habe auch die Save Games nicht mehr. Deswegen kriegt ihr dann halt noch zwei Parts mit schlechterer Qualität, aber ich glaube, das werdet ihr verkraften. Bis jetzt ging es ja auch. Jedenfalls haben wir hier einen, der genauso aussieht wie der erste Boss von dem anderen Spiel. Bams. Ist aber nicht weiter schwer, wenn man einfach hier Angriffe spammt. Na, komm her. Und zum Glück droppt auch jedes einzelne Schleimbällchen, noch, sei es noch so klein. Auch Herzen. Na komm her. Münze nehmen wir auch noch mit. Am besten ist, wenn sie so in der Ecke gedrängt sind. Dann kann man nämlich schön draufklatschen, ohne dass die groß wegfliegen. So, was fehlt noch? Nichts mehr. Jetzt kann der Typ sich auch verziehen. Ich nenne ihn mal Thwomp, wie im Mario-Spiel. Und eigentlich wollte ich ja hier erstmal was kaputt klatschen. Genau. So. Ja. What the fuck? Okay. Schnell, 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 schnell. Achso, ich dachte, das Floß fährt die ganze Zeit weiter. Aber dem ist nicht so gut. Ich würde mal gucken, dass ich hier unten die Truhe kriege. Dann geht es da anscheinend auch weiter. Kurz mal hier oben abchecken. Und nebenbei ein paar Spinnen platt machen. Ich guck mal noch kurz bis dahin. Geht's ganz schön weit hoch und hier ist wieder so ein Rätsel. Hä, habe ich die nicht schon gemacht? Ja, ist das nur ein Rückweg oder was? Moment, Moment. Ich blicke jetzt gerade komplett nicht durch. Wo?
Irgendwas blockiert den, aber ich sehe nicht was. Jedenfalls komme ich von hier nicht durch. Gut. Wie mache ich denn das jetzt? Ich habe gehofft, es wäre irgendwie einfacher, die ganze Scheiße hier zu drehen. Ah, ich hätte eine Idee vielleicht. Ich hoffe, ich mache dadurch keinen Unsinn jetzt, aber... Hau ab! Alter! Bringt er mich einfach um? Fortfahren, ja. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht wieder alles kaputt machen. Hau ab, du blöde Spinne. Nee, muss ich nicht. Gut. Mein Plan war, hier kurz reinzuschleichen, das Ding auszulösen. Aber das klappt, glaube ich, nicht so einfach. Ziehen aber auch verdammt viel ab, die Teile. Einmal auslösen, rüberflüchten. Gucken, dass wir uns von den Spinnen nicht getroffen werden. Vielleicht noch heilen. Na, komm her, du Scheißvieh. Warum rennt ihr immer von mir weg? So. Zack. Gut. Ja, dann ist die Frage, jetzt hier lang oder was? Weil, hä? Ich habe jetzt komplett die Orientierung verloren. Und eine Karte haben wir ja da auch nicht, ne? Okay. Ich habe M gedrückt und der Typ ist nach rechts gelaufen, was ich jetzt nicht verstehe. Ich dachte eigentlich, M wäre vielleicht die Map. Aber auch nicht, ne? Deswegen habe ich jetzt da einen Treffer kassiert. Ich bin jetzt gerade echt nicht sicher, wo ich hinlaufen soll. Also hier jedenfalls nicht. Ach, von hier kamen wir. Bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen. Scheiße. Naja. Dann gucken wir mal. Wenn ich von hier kam. Von da. So, hier unten bin ich jetzt hergekommen. Was genau habe ich da jetzt gemacht? Was hat mir das alles gebracht? Ich will irgendwie an die Truhe kommen wahrscheinlich. Ich würde auch sagen, da oben geht's weiter. Allerdings weiß ich nicht, wie ich da durchkomme durch die ganzen Mengen. Ich muss wahrscheinlich irgendwie das Ding hier auslösen. Ist ja kein Zufall, dass es hier zwei Flöße sind. Mit der Fackel kann ich wahrscheinlich nichts machen, okay. Also nochmal kurz. Hier oben war ich ja schon, ne? So wie ich das verstehe, bin ich von hier gekommen. Weil hier ist ja auch einfach, hier kann ich ja auch einfach durch und alles. Ja, ich bin von hierher gekommen. Gut, das heißt, ich müsste schon ziemlich weit sein in dem Bereich jetzt hier. Auf der linken Seite, wohlgemerkt. Irgendwie bin ich gerade echt ein bisschen überfragt. Also, ich würde es so machen, kurz runterlocken, auslösen. Das war jetzt meine Idee. Und die scheint zu funktionieren. Eben bin ich nur dran gestorben. Na, mach die Truhe auf. Das zweite, Entschuldigung, das zweite sonderbare Juwel. Schauen wir mal, wo wir mal jetzt hinkommen. Oh, das war knapp. Hau ab, komm, geh weg. So, ich könnte jetzt schon zurückgehen. Ich denke, hier ist auch nichts mehr. Es war nur drüben jetzt noch ein paar Truhen im oberen Bereich, die ich nicht gekriegt habe. So wie zum Beispiel auch die da drüben. Die wir jetzt nur so verschwommen sehen. Die da. Ich denke eigentlich, da müsste es auch eine Lösung mit dem Floß geben, aber ich hau ab, du Drecksack. Ich kann mir jetzt nur gerade nicht vorstellen, wie. Weil da hätte ich auch das Wasser irgendwie ablassen müssen, oder? Schalter gibt es hier ja keine. Na, leck mich doch am Arsch. Ich schade mir hier gerade nur, anstatt dass ich mich irgendwie das Rätsel löse. Das werde ich dann wahrscheinlich am Ende vom Spiel nochmal schauen müssen. So, einmal heilen bitte. So, wie hieß das Teil? Sonderbares Juwel. Eingesetzt und jetzt dürfte ein Bosskampf kommen. Das Gesicht auf der Tür sieht auch schon aus wie der Typ, den er in der Vergangenheit im Wald gelebt hat. Also, ja. Okay, cooler Effekt. Gefällt mir. So, das schreit schon nach einem Bosskampf. Ja. Ist das? Das ist er doch, oder? Er ist nur ein bisschen gewachsen. Also so klein hatte ich den nicht in Erinnerung.
Ja, Jatai, das ist er. Wer hat meine schönen Töpfe zerschlagen? Ich mochte diese Töpfe. Oh, ich erkenne euch. Ihr habt meine Geisterfreunde aus dem Wald vertrieben. Und jetzt, wo ich neue Freunde haben, wollt ihr mir die auch wieder nehmen möchte? Was? Wo ich neue Freunde habe, möchtet ihr mir die auch wieder fortnehmen? Nein, 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 nein. Glaubt ihr uns wahrscheinlich nicht? Ich glaube euch nicht. Wie ich sehe, bleibt mir keine Wahl. Ich muss euch loswerden. Na dann, komm. Bring it on. Wow, 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 wow. Okay, so habe ich es nicht gemeint. Wie kann ich dir jetzt schaden, Freundchen? So jedenfalls nicht. Wechseln wir mal unseren Gefährten. Ich denke, ich werde hier zwei, dreimal abkacken, bevor ich es hab. Ist leider so. Jetzt wollte ich mal mit Menos angreifen. So, den Attacken hier ist relativ leicht auszuweichen. Man sieht die Schatten schon ziemlich früh. Wie soll ich dir schaden, Junge? Ich kann ihm nicht schaden. Das ist ja blöd. Ich habe ja sonst keine Skills, die ich anwenden könnte. Warum ist denn der Typ auf einmal so groß, frage ich mich, und so muskulös? Kann ich ihn vielleicht hier so treffen im Wasser? Mal, wenn er oben ist. Hat nichts gebracht. Gar nichts gebracht. Hau, du Drecksack. Ah, eben habe ich ihn warum auch immer getroffen. Was hat er da gemacht? Irgendwie von der Seite. Keine Ahnung. Ich bin total überfragt und auch schon gleich wieder am Arsch. Eben hat es doch auch geklappt. Ich verstehe dein Angriffsmuster nicht. Ach! Kann ich die Teile hier auf ihn schleudern? Ja, jetzt habe ich es geschnallt. Okay, jetzt kommt sein gemeiner Modus oder was? Ich bräuchte mal wieder mehr von den Teilen. Also, jetzt liegen hier nur zwei. Okay, jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger auszuweichen. Scheiße. Okay, lief schon mal ganz okay. Ich hoffe, ich überlebe das jetzt noch irgendwie. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Nein, nein, nein. Keine Ahnung, wie das mich jetzt nicht getroffen hat. Darf ich ihm auch schaden, oder was soll die Scheiße jetzt? So was Blödes. Ich laufe einfach mal ein bisschen hin und her und hoffe, dass ich nicht getroffen werde. Scheiße. Schwierig ist es auch, an die Teile nicht, auf die Teile, die auf dem Boden liegen, nicht reinzurennen. Oh, fuck. Nein, nein, so knapp. Jetzt muss ich nur noch irgendwie überleben. Ansonsten wissen wir ja jetzt, wie es geht. Auch wenn es nicht viel einfacher macht. Komm, irgendwie, irgendwie, irgendwie uns nicht treffen lassen. Ach, das hat ihm auch schon geschadet. Ich dachte, ich kann ihm nur schaden, wenn er am Boden liegt. Du Mistkerl, du Blöder. Hast du jetzt endlich kapiert, dass wir freundlich sind? Wir wollten dir gar nichts Böses. Einfach mal gekillt und jetzt gehen wir wieder, oder was? Achso, ich kann mit ihm reden. Ich sollte mal vielleicht andere Tasten ab und zu ausprobieren als das Schwert. So. Ihr seid einfach zu stark. Tut mir leid, Freunde. Ich konnte euch schon wieder nicht beschützen. Aber wir wollen doch eure Freunde nicht angreifen. Falsche Stimme. Sie sagt die Wahrheit. Wir brauchen nur eure Hilfe. Ihr seht stark genug aus, um den Felsbrocken vor der Mayenne-Brücke zu entfernen.
Den Felsbrocken? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Ihr habt uns aber zuerst angegriffen. Meine Güte, da habt ihr wohl recht. Verzeiht mir bitte. Ich dachte nur... Nicht doch, ich habe zu danken. Nach unseren Begegnungen habe ich meine Meinung geändert. Weil ich so lange alleine gelebt habe, habe ich beschlossen, ein paar echte Freunde zu finden. Am Ende sind Menschen gar nicht so übel. Diese Geschichte mit den Geistern ist ewig her. Wie auch immer. Für euer Alter seht ihr echt gut aus, Gnäfrau. Falls ihr ein paar Tipps habt, wie ihr eure zarte Haut bewahrt, ich wäre vielleicht interessiert. Ich bin zwar kein Mensch, aber ich bekomme langsam Falten und... Hey, ich bin noch jung. Können wir uns um das dringende Problem kümmern? Ich will mein Volk finden, also müssen wir diese Brücke überqueren. Leider fehlt mir die nötige Kraft dazu. Aber seid ihr nicht ein Dämon? Ja. Vielleicht könnte ich euch ja helfen. Seht es als Entschuldigung an dafür, dass ich euch angegriffen habe. Wir Hüter sind in der Lage, uns Mana zunutze zu machen. Mana? Das hat mein Papa mal erwähnt. Es ist eine Art natürliche Energie. Und die Hexe hat es auch erwähnt, die Notgeile, aus den letzten Parts. Es wohnt allen Lebewesen inne, aber kann in großen Mengen gefährlich werden. Ja, so ist es. Es heißt, man kann mit Mana die Stärke eines Dämonen erhöhen. Wie wäre es, wenn ich euch meines gebe? Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Bam, Mana. Garantiert 100% nachhaltig, umweltfreundlich und glutenfrei. Ja, genau das, was wir brauchen, ne? Ist erledigt. Ich hoffe, es hilft. Geht jetzt. Ich muss mich auf einen Zauber vorbereiten. Der Kampf hat mich ausgelaugt. Es ist schon lange her, seit ich so viel geschwommen bin. Vielleicht sollte ich mir mehr Bewegung verschaffen und ein bisschen abnehmen. Jatai ist also auch ein Hüter. So wie der, den wir in meiner Zeit im Wald begegnet sind. Ich frage mich, ob sie irgendetwas mit den Magi zu tun haben. Habt ihr das gehört, Super Mario? Wir müssen jene Person finden, die uns helfen kann, das Mana zu verwenden. Wir wissen auch schon, wer das ist. Jetzt gucke ich mal kurz die Aufnahmezeit nach. Ja, ist schon wieder an der Zeit. Gut, dann gehe ich jetzt mal zurück. Schau mal, ob ich hier unbeschadet rauskommen kann. Wunderbar. Nur meine HP sind wieder ein bisschen im Eimer. Das gefällt mir gar nicht. Ah, ich bin voll geheilt nach dem Dungeon. Cool. Gut, was haben denn die Typen zu sagen? Falls ihr den Chef sucht, der hat leider einen schlechten Tag. Er hat sich davon gemacht, um sich in einer Höhle auszuruhen. Bla bla, bla bla. Gut. Gibt's nichts Interessantes zu sagen. Jetzt gucke ich mal, dass ich hier wieder rauskomme. Hab leider vergessen, wo der Ausgang war. Das ist auch ein bisschen blöd, dass ich jetzt hier zurücklatschen muss, aber es ist ja nicht weit, wenn ich mich recht entsinne. War ja gerade hier irgendwo ums Eck rum, ne? Hier vielleicht? Jawohl. Alles klar, cool. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir bei der Hexe sind. Die kann uns ja jetzt helfen. Wobei, wir gucken mal kurz auf der Brücke. Ich bin jetzt noch kurz neugierig. Scheiß drauf, wenn der Part ein bisschen länger ist. Also, hier rennen ein paar Spackos rum, okay. Mal wieder die aggressiven Eichhörnchenviecher. Ein deutlich besserer Grafik dieses Mal. Mit euch habe ich noch nicht geredet. Hallo! Es kommt nicht oft vor, dass jemand auf dieser Seite der Brücke jemanden begegnet. Früher nannten wir sie die Mayenne-Brücke, aber vor 100 Jahren stürzte ein Felsbrocken hier herab und blockierte sie. Also, dass ich es mal richtig verstehe. Die Zeit von Fina war vor 50 Jahren und die Zeit von Menos war vor 100 Jahren. Und jetzt sind wir 50 Jahre in der Zukunft. Okay, also es ist 100 Jahre das Ding mit Menos her, alles klar. Bisher ist es niemandem gelungen, ihn zu entfernen. Aber nach dem Ende des Krieges wollte ohnehin niemand mehr nach Dämonia kommen. Wie dem auch sei, ich bezweifle, dass es jemals einem Menschen gelingen wird, diesen Felsbrocken zu zertrümmern. Okay. Klar, unser Boss ist zäh genug, um diesen Felsbrocken zu zertrümmern. Aber ich sage euch, er ist stur wie ein Bock. Kaum je verlässt er den Spukwald. Man müsste ihn schon zwingen, diesen Klotz hier zu bewegen, aber das würde niemand wagen. Jeder würde vor Angst in die Flucht
die Flucht ergreifen. Aber im tiefsten Grunde seines Herzens ist er ein netter Kerl. Okay, die sind also auch Anhänger von dem Typen, von Jatai. Alles klar. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part bei der Hexe wieder, Freunde. Ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ansonsten bis dahin viel Spaß und macht's gut. Ciao.